Ich bin Norman, mir gehört das Café Gastronom in Oberschöneweide. Als ich hier vor 2,5 Jahren den Laden eröffnet habe, war jetzt noch nicht die Laufkundschaft so da, wie ich es mir gehofft hatte. Es wird aber wöchentlich, monatlich mehr. Es passiert sehr, sehr viel in Oberschöneweide. Warum dieser Standort? Ich denke, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln kann jeder oder es ist nicht allzu schwer. Die Schwierigkeit in Oberschöneweide ist natürlich die HTW, an der ich ja quasi direkt gegenüber sitze, und die Anwohner ein bisschen mit ins Boot zu holen. Die Dozenten, die Professoren, die kommen alle zur Mittagszeit und scharen quasi hier rüber und essen halt ihr Mittag hier bei mir. Deswegen gibt es auch jeden Tag immer verschiedene selbstgemachte Kuchen und Quiche und Suppe und Frühstück, und das Feedback ist halt positiv. Die Kuchen mache ich alle selber. Alle. Viel Wert lege ich auch auf frische Produkte. Und dass ich probiere, ein wenig Müll zu vermeiden, indem ich Weggläser benutze. Ich finde es schön, dass man viele Leute auch davon überzeugen kann, selbstgemachte Sachen zu essen, zu probieren und auch sich leisten zu können. Ich freue mich über jeden neuen Kunden, der reinkommt und der irgendwie Qualität zu schätzen weiß.